Hallo und herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Hexbit. Im letzten Part haben wir ja Holz gesammelt. Und wir haben zwei Diamanten unter dem Ding gefunden. Unten. Was? Ach nein, das kann sein, dass es ein Bug ist, weil ich habe auf Aufnahme, habe ich auf F9 und da wird gleichzeitig so ein scheiß Ding aktiviert. Hoffentlich wird das jetzt nicht so eine Behinderung. Der Gravel könnt ihr euch übrigens mal mitnehmen, der hat in Hexit nämlich eine gute Bedeutung. Und natürlich lege ich mich erstmal schlafen. So. Kann ich mir jetzt den Crystal Ball machen? Nein, kein Tripwire. Ja. Ja! Ich kann Crystal Ball machen. Ja, ich habe erstmal den stärksten Bogen im Spiel. Ja, yeah. Der sieht überhaupt nicht bescheuert aus, wenn man den in der Hand hält. Ich halte den Bogen richtig rum. Und sonst so? Mhm. Das kommt da rein. Oh nee, oder habe ich das in die falsche Kiste reingetan? Aber ich glaube, ich mache mir erstmal ein aus dem Eisen eine vernünftige Waffe. Weil komm, das habe ich bitter nötig. Ich mache jetzt hier einfach ein Loch, damit ich besser an die Kiste komme. So, hier kommt Bobblut rein. Pfeile kann ich einfach mal mitnehmen. Und in diesem Part würde ich sagen, gehen wir ein klitzekleines bisschen in den Battle Tower, sobald er nicht schon zerstört oder ausgeraubt worden ist. Und die Werkbank tue ich einfach mal dahin. So. Yep. Nein, warum? Überall rote Striche! Überall rote Striche. Der Battle Tower ist da oben. Da ist der Battle Tower. Zum Glück sind keine roten Striche genau in dem Tower. Alter. Ich hätte die Aufnahme... Da bin ich wieder und diesmal habe ich ein bisschen abreagiert. Wir wollten den Battle Tower erkunden. Okay, bei Skeletten mache ich das nur so beim Finish. Bam. Fackel nehme ich einfach mit. Das sind jetzt meine. Oh, hier ist ja gar nichts. Na dann, sind's meine. Ein super Skelett. Das ist scheiße. Das ist super Skelett. Ha! Hat es ständig Shuffle Positions? Hey, wo ist es? Ich will es töten. Die Elemental Mobs lassen immer sehr gute Items fallen. Wo ist es? Ist es jetzt draußen? Da ist es ja. Du stirbst jetzt, Freundchen. Ja. What? Ich krieg Sonnenblumen von den Viech. Ich wollte eine tolle Waffe haben oder so, aber nein, du kriegst eine Sonnenblume hier, batsch, ins Gesicht geworfen. Egal, zur Strafe werde ich deinen Battle Tower ausrauben und vernichten. Wenn das nicht schon jemand vor mir getan hat. Was ich aber ein kleines bisschen bezweifle, weil...
Oh nee, doch nicht. Andere Spieler nehmen wirklich auch alles mit. Also auch die Spawner. Und in der Kiste ist nichts. Aber die Kiste an sich hat für mich immer noch den größten Wert. Komm mal her, Kackfisch. Miniaturhart. Ach, ich glaube, das kenne ich. Aus dem Miniaturherz kann man irgendwann was ganz Tolles machen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, irgend so ein extra Herzcontainer, aber dafür braucht man Sachen, die ich nicht besitze. Uah! Die Spinnen sind jetzt nicht so das Problem. Kommt aufs Wetter an. Was war das denn, Alter? Ich muss jetzt extrem aufpassen. Ach, kommt schon! Warum kommen jetzt so viele Gegner? Oh, ich flüchte. Hier ist nichts zum Flüchten. Ich warte einfach und tu mich regenerieren. Ja, das ist eine gute Idee. Ich warte und regeneriere mich. Wow. Das war ziemlich extrem. So. Scheren und XP-Flaschen. Es gibt Besseres. Aber die Schere ist ganz okay. Ich weiß noch nicht, ob man in dem Modpack eigentlich irgendwann mal noch Wolle braucht, aber ich nehme mal an. Nein. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Warum versuche ich die mit dem Speer zu erledigen? Oh nein, eine Superspinne. Scheiße. Superspinnchen. Lifestyle. Solange sie mich nicht angreift, kann es mir eigentlich egal sein. Tschüss, Spinne. Gut. Oh ja, geil. Hier sind sogar noch Original-Items drin, ohne dass jemand vor mir hier war. Blaze Rod habe ich gesehen. Das ist sogar sehr gut, weil Blaze Rods kann man nie genug haben. Wie ich einfach hier fast ohne Ausrüstung diesen Turm erklimme. So, 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 so. Alter. Kommen die ganzen Monster her? Von diesem einem Spawner? Tja, ist nicht mehr. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht hier runterfällt. Fallt. Fallen tut. Sonst seid ihr tot. Hier drin ist was? Oh, meins! Scheiße. Nein! Ach, wer schmeißt mich denn die ganze Zeit hoch? Es ist dieses Kackviech da. Ach nee, es sind ja normale Cave Spiders. Hier ist irgendwo so ein Supermob. Das spüre ich. Goldene Karotte, die esse ich einfach. Nee, geht nicht. Spinnaugen brauche ich nicht. Ich nehme die Magical Essence mit, den Rest brauche ich nicht. Ich gehe jetzt einfach wieder nach unten. Okay, ich falle nach unten. Hier ist die Superspinne, scheiße. Hier ist der Franz gewesen. Jetzt sind es inzwischen schon zwei Gräber. Franzes. Und nochmal Franzes. Den Sprung überlebe ich. So.
Und jetzt auf nach Hause. Hohoho, das war sehr intensiv. Ich sollte nicht so voreilig sein. Ich komme aus dem Battle Tower, was mache ich? Ich erkunde als erstes eine Höhle. Jedenfalls wollte ich das tun. Bis mir mein Hirn zurückgegeben wurde. Es ist gerade frisch eingetroffen. Mob Blut. 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 Ah ja, Emerald Shards. Emerald Shards, die kann ich jetzt umwandeln. In 3 Emerald Piece. Und da kann ich mir Emeralds draus machen. Weil ich einfach schon fast ein Level habe. Und ich habe Knochen. Aus 5 Knochen und einem Skelettschädel kann ich mir aber eine akzeptable Waffe machen. Nämlich das Skull Giant Sword. Die Sonnenblumen, keine Ahnung, was die bringen. Warte mal kurz. Sunflower Seed. Beanstalk Lan. Und was bringt mir der Lan und der Beanstalk? Was bringt mir die Sonnenblumen an sich? Keine Ahnung, steht nicht da. Ich. Oh. Ach so, cool. Ja, dann. Ja. Pflanzen gegen Zombies. Ich glaube, den Glavy brauche ich nicht. Den tue ich einfach wieder hier rein. Meine Lootkiste. Obwohl, die ist eher wertvoll. Den tue ich hier oben rein. Potato. Pogato. Shares. Die kommen auch oben rein. Genau wie das Miniaturherz und die Milliarden Kisten. Ich mache einfach noch eine Kiste für Werkzeuge. Fertig. Das war ja extrem schwer und arbeitsintensiv. Ich mache mir jetzt einen... Obwohl, das ist noch nicht sehr sinnvoll. Ich könnte mir jetzt einen Stab machen, aber ich habe noch gar keine Magical Essence. Das heißt, ich kann mir daraus jetzt nicht sonderlich viel machen. Kommt einfach auch da oben rein. Das Fleisch behalte ich einfach. Die Pilzsuppe. Das Zombiefleisch. Eine Skype-Nachricht. Okay, es war nichts Sinnvolles. Warte, ich will noch mal gucken, was könnte ich denn mit Diamanten noch alles machen? Ja, ich weiß schon, Diamantrüstung, eine Spitzhacke, ein Schwert. Ja, die will ich haben, die ist nämlich gut. Ha, cool, not back. 7 oder 6 Schaden, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Gegenteil, das ist sogar relativ gut. Okay, wo waren wir genau? Wir waren bei Diamanten. Oh! Scale. Hexical Essence. Magic Boomerang, stimmt ja. Ich wollte mir einen Magic Boomerang machen. Habe ich genug Gold? Geil! Nein, natürlich nicht, war ja klar irgendwie. Das ist eigentlich auch ein Loot, aber daher, dass es wertvoll ist, kommt es einfach mal mit hier oben rein. Genauso wie das Gedöns. Und die Mushroom-Stuf, die werde ich nie brauchen. Die tue ich einfach unten in die Müllkiste. Und jetzt würde ich sagen, können wir uns dem Buch widmen. Also, als erstes braucht man so Dinger. Einfach meine Güte. Drei Stück von den Teilen brauchen wir, glaube ich. Eins mit so. Ja, damit kann man sich die besseren Waffen machen. Vor allem.
ein kleines Problemchen gibt es noch, nämlich ich weiß jetzt nicht mehr, wie man den Rest craftet. Die Zombies könnt ihr ihn aber auch nie in Ruhe lassen. Emerald Shard. Nein! Ich hasse Creeper. Creeper sind das Beschissenste, was mir jemals passiert ist. Ich habe eine neue Idee. Yay. Da freue ich mich aber. Ich brauche einen Baumstumpf-Ding. Danke. Und das kann ich ins Meer werfen. Was war das denn gerade? Egal. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, so hier machen. Ja. Sensitial Table. Ich glaube, eine Kiste muss ich auch noch machen. Also mit so einer Kiste drunter. Dann habe ich eigentlich alles, oder? War's das schon? Ach nein, da gab es ja noch eins mit einer Workbench drunter. Muss ich noch eins mit einer Workbench machen? Nein, ich ignoriere dich einfach zum... Oh, das ist so laut! Ich kann es nicht ignorieren! Warum kommen ständig scheiß Zombies? Ich bin ein wenig aufgeregt. Jetzt komme ich hier nicht rein. Und ich glaube, die ein oder anderen können nachvollziehen, warum ich ein wenig aufgeregt bin. Also im Sinne von, dass ich wütend bin. Ja, okay. Was bringt das? Also nichts. Nochmal kurz nachschauen. Crafting Station. Wie? Ach so, das kann man als Schmelzding benutzen. Ist ja grandios. Oh, ach so, das ist was anderes. Oh. Dann stelle ich die Crafting Station einfach gleich daneben, weil die bringt mir ja nichts. Die Tool Station, was macht die? Ich tue es einfach mal hier hin. Tool Station. Ach, das ist das da? Okay. Part Builder ist das. Okay. Dann Pattern Chest. Ah ja, da kann man die Patterns reinmachen. Und Stencil Ziel Table. An den kann ich mir das einfach, mich als übrig? Nein. Ich versuche das jetzt mal kurz zu erklären. Ich werde natürlich dazu mal erstmal was anderes machen. So, jetzt kann ich hier nämlich raussuchen, was will ich machen. Ich mache als erstes einfach mal eine Pickaxe. Die kann ich dann da rein tun. Da kann ich hier ein Pickaxe-Ding craften und hier dann zusammenfügen. Gut, das hier ist sinnlos. Ich lasse es einfach da neben der Werkbank stehen. Und ja, ich würde sagen, das war's auch mit diesem Part von Let's Play Hacks. Und das wird schon noch richtig cool. Irgendwann mal. Na dann, ciao.